Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Line War. Heute zeige ich wieder ein Replay, diesmal gegen Juiceless. Genau, das ist auch der Juiceless oder Useless will er ausgesprochen werden, glaube ich. Das ist ein stilles J, so war das ja. Gegen den ich damals im Tournament verloren habe. Aber wie ich schon mal angesprochen habe, das war nicht unbedingt mein Glanztag dieser Sonntag. Naja, wie auch immer. Wir schauen uns einmal an, wie die Karte aussieht. Wir haben links eine recht große Insel und in der Mitte nach rechts eine recht große Insel und noch eine kleinere hier im Südosten, genau. Und ja, wir haben beide diese Insel hier, die mehr mittig gelagert ist oder angeordnet ist als unser primäres Ziel auserkoren und versucht da zu starten. Und so kam es dann auch. Also erst haben wir beide versucht hier zu starten, da haben wir uns dann überschnitten und dann bin ich hier nach links ausgewichen und er nach rechts. Und dann gucken wir uns mal an, was wir jetzt hier am Anfang bauen. Also, Juiceless oder Useless bewegt sich jetzt hier erstmal und es baut auch ein Gebäude, zwei Factories, eine Barracks. Ich bin auf ein Airfield, zwei Factories und zwei Barracks gegangen, das ist auch einer meiner Standardstarts. Vor allem, wenn ich nicht genau weiß, wo der Gegner ist, weil es halt relativ flexibel ist, finde ich. Und er hat es ziemlich genau ja auch nachgebaut, sage ich mal, bis auf dass ihm nur eine Barracks fehlt. Also nachgebaut sind wir jetzt gleich gebaut, weil nachbauen ist es ja nicht, weil er weiß gar nicht, was ich mache. Und genau, income-mäßig logischerweise sind wir jetzt hier noch gleich auf am Anfang. Und ja. Jetzt wird erstmal Land gekappt. Ich mache gerade einen Ticken schneller, bis wir den ersten Kontakt haben zumindest. Das Replay ist auch nicht so mega lang, da können wir auch ein bisschen auf normalem Speed laufen lassen. Aber ich versuche immer, dass das nicht unbedingt viel länger als 30 Minuten wird. Genau. Genau, also man sieht jetzt hier die ersten Artis kommen raus. Ich habe dann aber auch Sams reingepackt. Und von ihm kommen bisher jetzt nur Artis und da ist auch schon die erste Sam in Produktion. Also er hat auch Sams am Start. Mein Heli fliegt jetzt, ich mach's direkt mal langsamer, fliegt jetzt hier direkt an die Front und harasst so ein bisschen die gegnerischen, die gegnerischen Infanteristen. Die Sam-Unit, die gebaut wurde, ist noch nicht in Position, aber kommt jetzt ja auch gleich und der zweite ist auch schon auf dem Weg. Das heißt, der Heli wird es hier auch nur bedingt viel reißen können. Also irgendwie fühlt sich das auf normalem Speed relativ langsam an. Ich gehe nochmal eins hoch jetzt. Im Endeffekt, also ich bin jetzt hier auch hier so limitiert von meinen Expansionsmöglichkeiten, ne? Außer ich baue halt Schiffe. Und ja. Genau, als. Hier die Helis fliegen weiter rein, gucken, was wir machen können. Die erste Sammy ist eigentlich schon mittlerweile in Raketenreichweite, dementsprechend drehe ich jetzt hier wahrscheinlich auch gleich ab. Genau, habe jetzt den Angriff abgebrochen. Und hier auch mal einen zurückgezogen, weil ich einfach komplett outnumbered bin an der Stelle. Habe hier oben eigentlich noch relativ viele Infanteristen, die ich dann bei Gelegenheit reinschicken kann. Und einige sind auch noch hier unten unterwegs, um das Land zu cappen. Wir können aufs Income kommen, gucken, 416 zu 392. Also an dem Punkt bin ich jetzt sogar voraus ein bisschen. Er hat jetzt hier Striker gebaut, die ich bisher allerdings noch nicht gesehen habe, also er hat noch nicht eingesetzt. Und er baut jetzt hier auch eine Refinery. Hat aber seine bisherigen 25 Startenergie noch überhaupt nicht eingesetzt. Ich meine, der Gedanke hätte es einfach zu sagen, er sammelt lieber erstmal die Striker so lange, dass er bis er eine gewisse kritische Masse erreicht hat. Einfach, ja. Um mich dann damit vielleicht ein bisschen übermannen zu können. So, hier passe ich jetzt nicht so gut auf und schicke meine Sammy jetzt ein bisschen nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gleich noch aufpasse. Na gut, okay, passiert nichts, schicke eher als wir zurück. Aber das ist natürlich jetzt kritisch, jetzt hier Sammy zu verlieren, weil ich jetzt aktuell einfach keine habe. Außer die zwei, wenn ich jetzt reinschicke und verliere, ist nicht so gut. Ich weiß aktuell noch nichts von dem Airfield. Schickt jetzt hier anscheinend auch rein. Nicht so toll. Anscheinend habe ich mich hier aber dafür entschieden, dass ich eine mal zu safen. Hat aber auch nicht geklappt. Und jetzt stehe ich hier ohne Sam und sind hier die ersten drei Striker.
Ich habe jetzt hier bei den Infanteristen darauf geswitcht, dass die einen Move-Befehl reinmachen. Einfach weil die schießen ja auch weiter, wenn sie sich bewegen. Okay, und jetzt switchen wir zurück. Lassen wir das. Die Artillerie hier an der Flanke hat aber auf jeden Fall gewonnen von mir. Allerdings hat im Hintergrund noch einiges am Start. Das ist vom puren Arti-Count sind wir relativ even, würde ich sagen. Ich habe eigentlich jetzt gerade das Problem, dass ich halt die Striker nicht countern kann. Habe jetzt eigentlich die nächsten 3 Samuels am Start gleich. Und dann sollte es auch wieder okay sein. Aber er hat jetzt hier schon ein bisschen mehr am Start an Einheiten. Das heißt, ich muss jetzt hier gucken, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Die fährt jetzt hier oben lang anscheinend. Aber gut, die ersten beiden Samuels sind hier unten am Start und töten jetzt hier auch den ersten Striker. Verliere ich aber auch wie direkt eine. Genau, hier ist eigentlich das zum Scheitern verurteilt. Da muss ich mir echt dann auch gleich zurückziehen, weil ich lasse aber sterben. Aber auf jeden Fall durchpushen werde ich damit nicht. Und hier oben habe ich noch ein paar Infanteristen, die ich jetzt eigentlich hier sammle für einen neuen Push sozusagen. Und hier unten bin ich jetzt eigentlich durch. Wir können gerade aufs Income gucken. 524 zu 522. Er hat eigentlich hier noch ein bisschen Eco an Bord, das heißt, er wird jetzt gleich mehr haben und hat hier unten auch mittlerweile den ersten Shipyard am Start. Hat jetzt eigentlich auch seinen Striker gerade verloren, aber Samuels hat irgendwie versucht, meine Factory zu killen. Hat er nicht so gut geklappt anscheinend. So, das hier ist jetzt relativ viel. Ihr müsst jetzt aber wieder meine Helis reinschicken, aber ich habe überhaupt noch keine Refinery gebaut bisher. Dementsprechend habe ich gar nicht die Möglichkeit, bin jetzt aber jetzt übergegangen, doch eine Refinery zu bauen und dementsprechend habe ich auch die Heli-Produktion angeschmissen. Ich hatte jetzt hier nach 2 Helis einfach gestoppt, weil ich gemerkt hatte, ich erreiche gerade nicht so viel damit. Das mache ich ganz gerne mal, wenn ich merke am Anfang, der Gegner reagiert mit Sam-Units auf meine Helis in einem Ausmaß, wo ich die Helis nicht so gut einsetze, dass ich dann einfach aufhöre zu produzieren und erst gar keine Energie baue. Hier sieht es jetzt nicht so toll aus, aber es ist schon absehbar, dass ich das irgendwie verteidigt bekomme. Den Heli werde ich wahrscheinlich jetzt verlieren. Nee, da geht er down. Da waren es nur 2. Und damals habe ich mich entschieden, einfach mit Samuels auch reinzugehen und alles drauf zu schicken, um die loszuwerden, um meinen Barracks zu safen. Und dann habe ich mich entschieden, dass es auch ohne die Samuels geht, habe sie jetzt hingezogen. Und versteckt jetzt hier oben so ein bisschen Wald, dann könnte man da auch beide Flanken so ein bisschen supporten einfach. Useless hat jetzt hier mittlerweile die Insel unten sich geholt. Ansonsten bandiert er da jetzt nicht weiter. Hätte vielleicht mit dem Schiff hier noch ein bisschen. Okay, anscheinend plant jetzt doch hier die nächste Expansionsgeschichte. Genau. So, dann gehen wir wieder zurück zum Mainfront. Ich habe gesagt, okay, vielleicht fliegst du einfach mal hier so eine Flanke und guckst, ob du irgendein Gebäude im Hintergrund, im Hinterland erwischst, aber da war nichts. Aber das wusste ich aber zum Zeitpunkt nicht. Ich hatte jetzt hier gemerkt, dass er hier eine recht starke Position hat mit seinen Artis und habe dann beschlossen, ich teile meine Truppen auf, schicke die Hälfte nach unten, die andere Hälfte nach oben. Einfach, dass ich hier den besseren Angriffswinkel habe und einfach eine breitere Front habe, als er das von mir einfach mehr schießen kann. Und ich auch seine Ari-Verteidigungslinie ein bisschen flankieren kann. Das war so mein Plan. Und ich denke, das ja, ist generell auch eine gute Strategie, das so ein bisschen zu flankieren. Ich habe jetzt hier gesehen, dass er direkt reagiert mit Sam, deswegen habe ich meine Helis auch direkt wieder zurückgezogen. Ja, muss einfach ein bisschen darauf bauen, dass der Gegner vielleicht dann irgendwann doch mal nicht aufpasst und man seine Helis doch irgendwie sinnvoll nutzen kann. So, jetzt hier hat er auch darauf reagiert, was ich gemacht habe. Allerdings hier habe ich gesehen, dass das passt trotzdem und habe jetzt einfach beschlossen, ich greife jetzt an und schicke jetzt einfach alles rein, was ich habe. Auch meine Helis. Weil die jetzt aber alle sterben. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt wieder breche ich wieder ab. Habe trotzdem einen verloren. Er schickt jetzt auch seine Striker rein. Die sollten jetzt aber hier an den 2 Samuels eigentlich auch sterben. Genau. Er zieht es jetzt auch zurück. Das war, glaube ich, jetzt smart, um einen Striker zu safen. Aber jetzt hier aufgrund meines guten Angriffswinkels habe ich es jetzt hier doch geschafft, ihn zu überrennen. Auch glaube ich einfach generell mehr Infanteristen dabei, die ihn halt einfach ganz gut getankt haben für die Artis. Und jetzt sieht das hier ganz gut aus, also zumindest hier im Süden habe ich auf jeden Fall gewonnen. Hier oben sieht es so ein bisschen mau aus, aber da kommen jetzt von hier auch welche nach und dementsprechend sollte ich da jetzt auch durchkommen. Ich schicke jetzt auch meine Helis nochmal dazu.
und kann dann da die letzten drei Artis auch noch killen. Ich eigentlich jetzt hier auch wieder ab, weil ich einfach Samfire abbekomme. Ist klar, weil in dem Moment, dass ich da durch bin. Genau, aber nichtsdestotrotz, er hat jetzt hier eine Insel eingenommen. Und was macht er ansonsten noch? Mal schauen, ob ich irgendwas verpasst habe. Irgendeinen Trop irgendwo. Ne, habe ich nicht. Genau, jetzt hier unten wird er jetzt gleich, wenn er hier fertig gecapped hat, mit denen weiterziehen. Werde ich auch gleich mal versuchen darzustellen, wenn ich es nicht vergesse. Und nichtsdestotrotz, ich habe jetzt hier erstmal seine erste Verteidigungslinie über, ja, überrollt sozusagen. Und habe jetzt natürlich den Vorteil, dass ich jetzt hier Einheiten eingesammelt habe oder angesammelt habe, während er seine Einheit erstmal verloren hat. Das heißt, er muss nachproduzieren. Und ein nicht unbeträchtiger Teil seiner Truppen sind auch Sam-Units. Bei mir eigentlich auch, muss man sagen. Genau. Und ja. Jetzt geht es hier weiter. Ich habe gesehen, das ist nicht so viel. Da kann ich auch durchpushen. Und dementsprechend ziehe ich auch durch. Und gucke jetzt, dass ich hier an seine Factories drankomme. Und das sieht eigentlich auch soweit ganz gut aus. Er hat jetzt hier so ein paar Missile-Ships gebaut, die jetzt hier hochzieht, um meine Helis zu beackern und auch meine Flanke meiner Front so ein bisschen. Und hier unten ist jetzt das Landingcraft unterwegs, um hier die Insel zu erobern. Was ich eigentlich jetzt auch mittlerweile gemacht habe. Ich bringe jetzt hier ein paar Infanteristen rüber. Und genau, jetzt werde ich jetzt ein bisschen flankiert, ist ein bisschen nervig. Das kostet mich auch sicherlich Einheiten, wobei jetzt Missile-Ships gegen Art ist auch nicht so super gut, aber auch nicht so super schlecht. Also macht an seiner Stelle jetzt schon Sinn, irgendwie die einzusetzen. Ich entschließe mich jetzt hier immer mit meinen Helis die Missile-Ships anzugreifen. Ja, war jetzt nicht so die mega smarte Idee, wie man sieht. Die sterben doch ganz schön schnell. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt die Schiffe los. Aber auch teuer. Da kommt das nächste angefahren. Ja. Ich meine, man sieht, er hat jetzt hier doch halbwegs defended bekommen, ne? So ist es nicht, ist jetzt auch nicht. Er hat jetzt hier 6 Factories und ich habe 1, 2, 3, 4 Factories, also ich habe weniger Factories als er. Income-mäßig haben wir 869 zu 600, das heißt, ich bin income-mäßig fast 50% hinterher. Das heißt, wenn mein Momentum jetzt hier nicht ihn durchpusht, habe ich ein Riesenproblem einfach, ne? Weil er hat einfach Eco ausgebaut und ich noch gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach durchpushen, sonst verliere ich das. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich einfach ja wieder von der Eco hinterherhänge und ja, ich habe zu spät expandiert, muss man sagen. Und dieser Schritt hier kam viel, viel zu spät. Also ich bin jetzt Eco-mäßig echt behind. Und der Push hier sieht noch gut aus. Ja, sieht eigentlich noch sehr gut aus. Aber dann, ich habe genug Samuels, dass seine Striker gar nichts mehr bringen. Und er hat jetzt ja auch keine Riesenmenge an Artis. Ja. Also ist schon nicht so falsch. Meine Helis können ein bisschen unterstützen, zumindest noch, ne? Genau, jetzt hier das eine wegkillen und dann geht da ein bisschen was. Weil zwei Artis gesniped und dann abgebrochen. Ich denke, das war ganz okay. Der Heli kann hier vorne, ist ein bisschen faul. Aber so ist das halt. Funktionieren Helis. Nur müssen wir ein bisschen mehr hier oben anzugreifen, weil ich unten die Sammy gesehen habe. Ja, okay, das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte den Move-Befehl lassen sollen. Und überlege ich gerade den Heli. Breche ich auch wieder ab. Verliere jetzt wahrscheinlich hier an den Missile-Ship. Aber anscheinend hat er gar nicht genug Vision. Okay, jetzt doch. Das wird ein bisschen noch, da geht's wieder. Aber gut, jetzt, man sieht, ich bin jetzt hier durch. Seine Factory sterben ein nach der anderen. Baut es dem Hinterland nach. Ja, aber ich. Das Momentum ist halt einfach auf meiner Seite. Und income-mäßig bin ich immer noch behind, ne? Also. 917 zu 700 irgendwas, das heißt, das ist ungefähr 30% mehr als ich hatte immer noch, knapp. Und, ja. Bringt halt auch nicht, trotzdem nicht viel, wenn deine Produktionslinien gerade alle zerstört werden. Und hier bin ich jetzt auch dabei, so ein bisschen Income zu generieren. Eigentlich durch die den Trop hier und die Barracks hier unten contestet er das auf jeden Fall auch wieder hier, die Insel, ganz ordentlich. Bis hier sind die ersten Cruiser am Start. Ich habe mich hier dafür entschieden, dann auf Cruiser zu gehen, nachdem ich bei Landingcrafts gebaut hatte. Ja. Und ansonsten haben wir beide einen Hafen halt. Ne, versucht jemand eines Landingcrafts zu zerstören. Ich sehe das aber und gehe jetzt mit den Cruisern dagegen. Und habe jetzt hier zwei Cruiser gegen einen Cruiser. Das heißt, das gewinne ich auf jeden Fall. Und hier vorne, der Push läuft weiter.
Ich meine, ich wollte erinnern, genau, ich habe das dann irgendwann vergessen zu steuern und dann ist sie wieder weggefahren einfach. Aber das Hauptding, meine Landingcraft zu beschützen, hat ja geklappt. Der Trupp mit den vier Infanteristen jetzt hier eigentlich so voll erfolgreich wird, sei mal hingestellt. Eher nicht. Genau, hier sein Trupp hier habe ich eigentlich ausgelöscht. Man sieht aber, ich habe jetzt nicht mehr so viele Infanteristen am Starten. Ich habe da doch relativ wenig hingeschickt. Das heißt, da müsste ich eigentlich mal reinforcen, aber in dem Moment gibt er auf. Wir können aufs Income gucken. 600, 868 zu 895. Das heißt, zu dem Zeitpunkt des Aufgebens war er sogar ahead in der Eco und auch Gesamt-Eco über das ganze Spiel hatte er mehr generiert, das weiß ich noch. Ich habe eigentlich natürlich viel, viel mehr Gebäude zerstört, weil er hat mir, glaube ich, kein einziges zerstört. Und da ist halt sehr viel von seinem Capital verloren gegangen. Und wenn wir ehrlich sind, hier, das ist jetzt halt auch einfach nicht mehr zu verteidigen für ihn. Das heißt, hier hat er jetzt relativ schnell viel Income verloren. Und die Gebäude haben natürlich auch gekostet, was dann auch verloren gewesen wäre. Das heißt, wenn man ehrlich ist, war das Spiel auch schon relativ vorbei. Er hätte natürlich jetzt anfangen können, hier unten massiv produzieren zu können, sich die Insel sichern. Hier unten hätte er auf jeden Fall auch verteidigen können. Das hier zu halten, wäre sehr, sehr schwer geworden. Um nicht zu sagen, unmöglich. Aber er hätte halt wieder versuchen können, vielleicht hier sich zu etablieren, hier drüben, und dann von da wieder meine Insel angreifen. Naja, gut. Aber an der Stelle sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.